Ich möchte meine alte Nikon auf eBay versteigern und dafür brauche ich ein Foto von der Kamera. Ich könnte die Kamera natürlich so fotografieren, aber vieles daran gefällt mir noch nicht. Es gibt Schatten, der Hintergrund lenkt ab und ich finde sicher eine bessere Lösung, die Kamera darzustellen. Natürlich geht das am allerbesten mit einem Lichtzelt, so wie dieses, was man hier kaufen kann, aber der Preis ist mir einfach zu hoch und deshalb baue ich mir selbst eins. Und das ist alles, was ich dafür brauche. Etwas Transparentpapier von der Rolle, einen alten Monitorkarton, Klebstoff, ein Messer und ein Filzstift. Zuerst schneide ich die vier Seiten vom Deckel ab. So sieht dieser Karton ohne die Klappen vom Deckel aus. Die Öffnung ist jetzt nach vorne gerichtet und das wird jetzt die Oberseite und das die Seitenteile. Die werden ausgeschnitten, mit Transparentpapier beklebt und das wird jetzt der Boden, der bleibt so erhalten und der eigentliche Boden des Kastens bleibt ebenfalls erhalten. Bevor ich die Öffnung in das Oberteil und die beiden Seitenteile schneide, zeichne ich mir eine entsprechende Schneidelinie an. Diese Schneidelinie muss etwa 2 bis 3 cm vom Rand entfernt sein, damit nachher ein Rahmen stehen bleibt, auf den ich dann das Transparentpapier kleben kann. Jetzt kann ich mit dem Ausschneiden beginnen. Jetzt kann ich das ausgeschnittene Stück einfach herausdrücken. Und habe hier einen Rahmen. Die so entstandenen Öffnungen an den Seiten und oben können jetzt mit Transparentpapier beklebt werden. Nachdem ich den Klebstoff aufgetragen habe, klebe ich einen Streifen Transparentpapier auf den Rahmen. Den überstehenden Rand kann ich einfach abschneiden. Als Lichtquelle für mein Lichtzelt benutze ich 3 normale Schreibtischlampen. Mit dem Lichtzelt kann ich jetzt meine Kamera wunderbar ausgeleuchtet und schattenfrei für die Auktion fotografieren.